Oh, kalt, 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 kalt. Oh, 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 help mich. Okay, ich habe gerade geschlafen. Hi, Leute. Und der Baum ist ja kalt. Jetzt bin ich komplett... Oh, jetzt bin ich komplett voll Schnee. Und damit, willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo. Ich bin hier irgendwie gerade am Baum eingeschlafen. Ich weiß nicht warum und das ist ja sehr, gar nicht gut für mich. Willkommen, wie gesagt, willkommen zu der Folge Minecraft Apollo hier. Folge, haben wir hier, genau, haben wir richtig viele Quests gemacht. Und zum einen haben wir, hier habe ich das neue Silvester-Design-Dings hier gezeigt. Jonas30.job für saftiges Silvester-Design. Hier für das Franz-Design. Für die richtig coolen Details. Das habe ich auch vorige Folge schon gezeigt. Mit dem Eiffelturm. Mit dem Burj Khalifa. Ich glaube, da steht in Dubai Burj Khalifa. Ich glaube, der Eiffelturm steht in Paris, genau. Der Stiefelturm von Pisa, weiß nicht genau, wo er steht. Der Big Ben, das ist ja in der London-Stadt. Ohne Spaß. Der Big Ben ist ein Turm hier in London. Also eigentlich ist Big Ben die Dings hier, glaube ich, die Glocke. Und ja, und keine Ahnung, der ist aber trotzdem Big Ben, keine Ahnung. Und hier ist nämlich der Stark Tower mit einem Avengers-Zeichen. Da haben viele noch nicht erkannt hier. Ich glaube, das wäre einfach irgendwie mein Turm aus Minecraft Apollo hier. Und genau, ein richtig cooles Design. Und hier bin ich nochmal mit der Rakete. Wie gesagt, einfach die erste 30-Punkt-Job für das saftiges Design. Yo, my. Genau, heute wollte ich nämlich eigentlich meinen gehen. Genau. Nicht heute, wollte ich heute meinen gehen für Obsidian hier. Und ich merke gerade, hier ist der Dings zugefroren, gell? Hier ist der, der Fluss hier zugefroren, gell? Haben wir hier unten in meinem Pool auch zugefroren? No way, oder? Nie im Leben. Oder? Ich habe eigentlich Beheizung dazu. Nee, ist nicht zugefroren. Ich habe schon wieder irgendwie Damage bekommen. Oh, genau, her. Wer die, die Tasche auch noch nicht gesehen hat, die sagt, vor zwei Folgen oder so, haben wir, die Etage unten gebaut. Und, genau. Was ist mit dem Meteorit passiert? Warte mal, sag jetzt nicht, der Tops hat irgendwas dazu gebaut, oder? Warte mal. Ich muss mal kurz, warte mal, ich will nicht weiter hingehen. Ihr habt gesagt, der ist radioaktiv, Leute. Wo ist der hergekommen? Von oben irgendwo? Leute, ist ja wirklich radioaktiv? Leute? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich will nicht weiter rangehen. Hoffentlich infiziert er nicht alles hier. Muss unbedingt früh Bescheid sagen. Okay, was mache ich? Plan B, Plan B. Ich glaube, ich warne alle einfach mit so einem Schild oder so. Hoffentlich. Ja, ich hoffe, der macht nichts Großes aus oder so. Weil ich schreibe mal ein Schild hier hin. Oder soll ich einen Brief schreiben? Weil ich glaube, ich kann nochmal zurückgehen und kann den anderen Leuten einen Brief schreiben, weil ich habe eigentlich hier noch oben Book and Quills gehabt. Aber ich hoffe, der macht nichts oder so. Der breitet sich schon aus. Das Grüne, seht ihr das Grüne? Aber ich hoffe, der macht echt nichts. Ich finde meine Brücke so geil hier. Nicht gut, nicht ganz und gar nicht gut eigentlich. Book and Quill. Den anderen dreien schreibe ich einfach schnell hier, dass ein Ding ist, dass er, dass ein Meteoritpilz eingeschlagen ist und dass der radioaktiv oder so ist. Ich weiß nicht, haben die einen Briefkasten hier? Ah, Briefkasten. Briefkasten. Hat Flo einen Briefkasten? Hat er die Chest schon gelesen? Ich glaube, das hat er immer noch nicht gelesen. Ich glaube, weiß nicht, hat Flo einen Briefkasten? Briefkasten. Ich glaube, ich baue einfach die Chest. Ich glaube, der hat schon gelesen hier die Werbung. Wird deine Dings runtergehangen, ja. Ich weiß jetzt erstmal, weil ich sozial bin, nicht am Dings hier in Fluss. Ich weiß einfach hier hin. Und genau, dann mache ich nämlich die Chest gleich mit. Und setz ihm das hier mitten am Weg am besten. So. Weiß nicht, wo ist geclaimed? Genau. Wo genau ist geclaimed? Ich bin schon geclaimed, gell? Das Ding ist, ich muss. Warte mal, wo ist nicht mehr geclaimed? Warte, hier auf der Seite muss nicht mehr geclaimed, gell? Hier ist nicht mehr geclaimed, oder? Ja, hier ist nicht geclaimed. Wann ist geclaimed, genau? Genau, hier ist nicht geclaimed. Das heißt, ich könnte hier so bauen und, könnt ihr so ein Dings bauen, eine Chest. Und, Flo, sehr, sehr wichtig, wichtig. Bitte lesen. Nach so ein Pfeil nach unten. So, das heißt, ich habe ein Buch. Hey, Flo. Bei mir ist letztens
ein riesengroßer, nee, nicht riesengroßer, ein kleiner Meteor eingestürzt. Oder, eingestürzt, sagen wir. Dieser aber breitet sich ab jetzt anscheinend, nee, nicht ab jetzt anscheinend, breitet sich, aus. Ich denke, er ist höchst, aggressiv, wollte ich schon schreiben, radioaktiv, Leute. Und so schreibt man radioaktiv, nicht Radio, der Radio ist aktiv. Genau, höchst radioaktiv. Bitte pass auf. Ich halte dich auf den Laufenden. So, Punkt. Und nachher Julian. So. Alright, dann schreibe ich das noch in die anderen Bücher, glaube ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt in alle Bücher geschrieben. Genau eins zu eins denselben Text hier. Ich habe es einfach rausgeschrieben. Also immer eins angeschaut, nachher weitergeschrieben. You know. Tatsächlich floh das Book and Quill rein. Und ich ding's hier am besten. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Nachher sehr viele Rufzeichen. So. Sein und hier reinlegen. So, oh, ich weiß nicht, wo ich es bei Tobs. Ich weiß, hat Tobs schon Dings hier? Ich weiß nicht, hat Easy schon meine Chest genommen? Ich denke auch noch nicht, oder? Oh, ist irgendwie verpackt hier in der Mitte. Alles klar. Genau. Nämlich, hat Easy meine Chest schon genommen? Auch noch nicht, gell? Hätte ich Easy. Ich weiß nicht, ob bei Easy irgendwo ein Briefkasten ist oder so. Ich glaube, ich lese. Mann, was ist das für ein. Für ein Fiede, vor allem ein Dino. Nämlich, könnte ich hier, glaube ich. Okay, kann ich hier gleich hinschreiben. Easy. Sehr wichtig. Na, jetzt haben wir Rufzeichen und einen Pfeil nach unten. Und dann mache ich das so. Sein. Was kann ich hinschreiben? Ultra wichtig. So, sign and close. Und so. Alright, so. Und dann kann ich es auch bei Tobs reinlegen. Weil den habe ich auch noch kein Geschenk wirklich gemacht. Ich glaube, heute, letztens noch an Dings hier. Also kann ich Tobs eigentlich ein Geschenk machen. Ich weiß nicht, Tobs. Ist bei Tobs irgendwo, ein Briefkasten? Doch, Tatsache, der hat einen Briefkasten, gell? Alright, Team Ziegelstein. Und Pingo und Myp und Loki. So. So, jetzt kann ich den Brief, glaube ich, kann ich den reinhauen. So. Sein und sehr wichtig. Ich schreibe auch sehr wichtig. Seine Close und kann ich es reinhauen? Ich kann es nicht reinhauen, gell? Und ich bin auch in Tops im geclaimten Gebiet, gell? Ich könnte eigentlich ein Crafting Table machen und wo ist wieder Wildness? Hier ist Wildness. Wo ist Tops im Gebiet? Team Ziegelstein, genau hier. Das heißt, ich mache hier so eine großen Dings. Mein Crafting Table und baue mir schnell eine Chest. So. Und so. Dann mache ich noch ein Schild. Und dann sollte es eigentlich hier auch passen. So. Sehr wichtig. Tops. So, sehr viele Rufzeichen und Pfeil nach unten. So. Oh, habe ich falsch gemacht. So. Und dann lege ich hier das sehr wichtige rein. Alright. So, dann kann ich hier Dings hier, die Crafting Table, eigentlich wieder mitnehmen und sie wieder runterbauen. Nur ist halt Tobs hier rein, wenn er rennt, hier das direkt sieht. Wenn er rausrennt. Alright, Stone. Ah, genau. Dann wollte ich jetzt auch eigentlich wieder in die Mine schauen. Jo, mai. Weil ich wollte doch irgendwie minen gehen oder so. Wegen dem Dings hier. Wegen dem Obsidian für den Enchanting Table und so. Alright, und ich kann nebenbei hier noch ein paar Dings hier, ein paar Chunks hier claimen. Chunks und Chunks. Ich habe hier richtig viel wieder bekommen. Letztens. Wie viel kann ich claimen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ne, 12 habe ich, glaube ich. Du hast nicht genügend Geld. Okay, ich habe genau 12, glaube ich. Jetzt 13. Alright, 13 Chunks. Ich komme Flo schon nahe, ja? 13 Chunks kann ich claimen.
Und dann klemme ich die schnell und dann gehen wir auch gleich in die Mine. Und genau, wie gesagt, das ist der Recipe-Shop für saftigen Silvester-Design. Und hat schon irgendwer das gekauft? Noch nicht, Leute. Aber keine Ahnung, wer das war eigentlich. Ich muss unbedingt mal Flo oder Easy oder Tops fragen, ob irgendwer bei mir da was gekauft hat. Genau, so. Nämlich wollte ich jetzt schauen. Ich wollte jetzt Dings, die 13 Chunks claimen. Es heißt 13 Chunks, jo, mal. Es heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Und jetzt kann ich noch hochgehen. 7, 7, 7. Weil ich muss hier rübergehen. 7. Weil ich habe eigentlich jetzt alles geclaimed, eigentlich, oder? So. Es ist 7. 8, 9. Okay, ich hab noch 4. 9. Das kann ich noch claimen. Ich überlege, was könnte ich noch claimen? 10, 11, 12, 13. Ich habe zu viel schon drauf einfach geclaimed. Aber Leute, ich habe auch schon richtig viel Stuff, gell? Oder? Ja, aber ich hab schon eigentlich zu viel wie Flo, gell? Fast, aber Flo hat noch ein bisschen mehr hier. Aber mein Turm ist. Ich muss hier das noch halt enclaimen von Flo, aber das mache ich, glaube ich, demnächst hier. Nämlich, ich habe noch $80 habe ich noch, okay. So, genau, und ich wollte jetzt noch in die Mine gehen, in die Mine. So. So, wie gesagt, schickt mir Fanarts hier, mit dem, auf Instagram, yes3_official, wie eingeblendet, oder wie einfach in der zweiten, checkt auch den zweiten Link in der Beschreibung ab, Leute. Dann findet ihr schon mein, Instagram-Account. Genau, jetzt habe ich noch Fackeln. Ich habe gesagt, Dings hier, Saphire kann ja nur in solchen blauen Dingsbiomen sein. In solchen blauen, wer ist das? In solchen blauen Kristallbiome. Genau, hier war noch, keine Ahnung. Was bist du hier? Hallo? Sensenmann? Alles klar? Oh, nein, ich sehe nichts. Oh, lol, hat es gehabt? Nee. Alles klar. Mich hier, Leute, wollte ich eigentlich einen Troll machen, aber. Also, ich glaube, den mache ich auch demnächst noch. Ja, ich sage jetzt einfach nicht so viel. Hier kann man noch, glaube ich, hoch. Nee, kann man noch nicht. Ich habe es noch nicht ganz ausgebaut. Nämlich Kristallhöhle. Ich war nicht hier auf der anderen Seite noch nicht. Okay, ich dachte kurz, wäre in Lava geflogen. War nicht auf der anderen Seite noch nicht. Das esse ich mal wieder. Sind Saphire? Nee, sind Amethysten, gell? Doch, das sind Amethysten. Nee, in dem Leben sind das Saphire. Ich glaube, Saphire sind noch bläulicher. Ja, sind Amethysten. Soll ich nehmen wieder? Ich glaube, Stein bekomme ich, glaube ich, von der Spitzhacke, gell? Ja, Tatsache, die, lass die gleich alles schmelzen. Und da vorne ist ein Kristallbiom, aber das ist kein blaues, oder? Ich denke, ein Wolf, sag ich schon. Nee, das ist ja einfach ein ganz normales, stimmt's? Und auf Höhe 11, sagt ihr. Alles klar, das ist ein ganz normales Kristallbiom, oder? Denk schon. Aber Kristallbiome sind sau selten, habt ihr gesagt, extrem selten. Hier ist wieder so eine Witch-Dings. Stimmt, ich muss ja auch noch die Quests machen, gell? Okay, sind Hühner. Hühner brauche ich nicht. Ich warte, bis der Zombie spawnt. Also Frosch. Weil ich brauche Zombies unbedingt für die eine Quest noch. Den schießen wir nicht. Jetzt haben wir wieder. Ich schlage mal mit der Fackel. Er spawnt wieder, okay. Nice. Zombies sind gut, Leute. So. Nice. Bam, bam, bam. Jo, so. Und so. Oh nein, nicht sterben, Baby-Dings. Nein, ist gestorben. Warum ist er gestorben? Jetzt gleich wieder an. Also, neues Spawn. Den habe ich schon. Ich habe schon, oh, nein, Zombies. Ich glaube, es ist auch bei anderen Dings auch noch. Bei einer anderen, Questseite. So. Bam, bam, bam. Ich weiß nicht, ob Zombies auch so auch spawnen. So. Ah, doch, eigentlich schon, aber richtig selten irgendwie. So, ich schau mal, wie viel Dings. Es waren schon wieder irgendwas. Ritter. 47 oder so brauche ich noch. Nee, 37 Zombies brauche ich noch. Ich glaube, ich kenne jetzt auch. Ich glaube, das ist nicht langweilig. Aber so eine Saphir-Höhle, glaube ich, ist richtig selten. Ich habe es zusammen überhaupt noch gekriegt. Also so eine Saphir, nicht Saphir-Höhle, sondern so eine Saphir-Dings. So eine Kristallhöhle mit Saphire drinnen. Hier waren wir schon, in Livestream, glaube ich sogar. Ein Skelett. Ich weiß nicht, ob man Skelette auch killen muss, um ein Ding so, um so ein, eine Quest abzuschließen. Ich glaube, das war nicht dabei. Oh, ist richtig dunkel. Eine Sekunde, Leute. So. Muss ich noch neue Dings hier craften. Neue Sticks, Junge. So. Und nice. So. Aber ist hier irgendwo eine Kristallhöhle, ist die Frage. Oh, nee. Ich dachte kurz, da wäre eine Kristallhöhle. Ist aber nicht.
Sind wir Saphire? Ich weiß nicht, Saphire? Sind Saphire so gut? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob Saphire so gut sind. Was ist das hier? Oh, oh, hier sind richtig böse Vieh. Was seid ihr hier? Oh, oh, die machen hahaha. Hahaha. Was ist denn so lustig? Hahaha. Oh, oh, nein, böse. Nein, 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 nein. Schnell, schnell, schnell. Oh, explodiert, explodiert, wenn die sterben. Alles klar. Wo denn? Hahaha. Ha, ha? Alles klar. Was ist denn? Hahaha. Ha, ha? Was ist denn so witzig? Oh, hier riecht viel. Was für hehehe, haha. Ich bin nicht witzig. Aber wie viele hier sind's? Aber die machen richtig wenig Damage. Aber warte, ich darf das nicht. Wow. Huh. Oh mein Gott. Wow, die explodieren ja komplett. Alles klar. Ja, wo ist denn der jetzt hin? Nein, 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 nicht in Lava fliegen, nicht in Lava. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, wenn die irgendwie richtig viel Damage kriegen, dann fallen. Ich muss unbedingt mein Dings weggehen, was hautbar. Dann fallen die, wenn die Lava fallen oder Damage kriegen, dann glaube ich, explodieren die einfach. Alles klar. Hier noch richtig viel Creeper und hier ist irgendein Dings. Alles klar, so. Irgend so ein. Ja, renn nicht in Lava, ja? Das wäre nicht so. Nicht so dumm, es wäre dumm, also nicht so intelligent hier. Das ist ein Creeper, oh man. Und hier ist auch noch irgendein Typ, ein Sensemann. Sensemann ist ganz gar nicht gut, Leute. Haben wir gelernt. So. Kannst du Sensemann ist ganz gar nicht gut. So. Nice. Oh, der hat richtig viel Stuff gedroppt. Was hat er gedroppt? Oh, ein Banner, Energiebanner, alles klar. Machen unbedingt einen Rucksack oder so. Ich muss mal Tobs fragen, weil der hat auch einen Rucksack, gell? Wo wir eingebrochen sind. Haben wir nämlich, oh, ihr leckt ein bisschen. Ich darf die Fackel nicht in der Hand haben. Der hat nämlich auch einen Rucksack gehabt, wo wir eingebrochen sind. Und, ja, ich frage mich eigentlich auch nebenbei hier, ob Diamanten noch so gut sind eigentlich. Diamonds, Diamonds, Diamonds. Oh nein, hier ist wieder so ein Dings. Oh, richtig viel Zombies. Zombies sind gut. Also, es gibt Spinnen auch dabei. Was nicht so gut ist. Aber so kann ich eigentlich. Ich glaube, Flo hat ja auch noch eine Zombie-Farm. Ich könnte ihn fragen eigentlich. Rein theoretisch. So, ist eine Spinne, aber macht irgendwie kein Gift, glaube ich. Ich glaube, ist ein Mod mit der Spinne, also macht das nicht wirklich Gift. Ich kann Saphire abbauen. Aber Leute, bringen Saphire wirklich so viel? Ich denke nicht, weil, obwohl die Rüstung bringt sich viel, gell? 7 Attack Damage, okay, never meins. Rüstung, doch, Diamantrüstung 7. Was macht meins? 8, okay, meine, ist ein bisschen, meine Rüstung ist ein bisschen besser. Ist wieder so ein Dings. Bitte Zombies? Nice, Zombies. Ich glaube, das spawnen immer Zombies, oder? Denkt ihr nicht? Weiß nicht. So, bam, 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 jo, meh. Bam, bam, bam. Bam und bam und bam. Nice. So, und der hat sogar Eisen gedroppt. Wie viele Zombies haben wir schon? Wir haben. Wir haben. So, wo haben wir? 24 Leute haben wir. Alright. So, Leute. So. Wo ist denn noch keine Kristallhöhle? Aber Obsidian, wir haben auch kein Wasser, gell? Wir hätten Obsidian mitbringen sollen. Nee, da vorne ist Obsidian. Ich glaube, ich nehme das jetzt auch noch gleich mit hier. Oh mein Gott. Ich wäre fast in Lava geflogen. So. Nice. Hier so. Ich glaube, ich nehme das hier gleich mit und damit will ich auch sagen, hier, das war's für die Folge. Lasst ein Like da, aber doch. Ich weiß nicht, findet man wirklich die Kristallhöhlen so schlecht oder so? Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben, ob man das irgendwie leichter findet oder so. Und ja, wie gesagt, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Und schaut die erste 30 Job für saftigen Franzl-Merch, wie ich gerade anhab. Jo, Mai. Und wie gesagt, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und kommentiert, wie ich die Kristallhöhle am besten finde. Und lasst ein Like da und ciao! Good day.